Hallo, mein Name ist Christian Erdmann vom Atelier Scala. Ich bin freischaffender Künstler und Illustrator aus Bochum und ich möchte Ihnen gerne mal zeigen, wie wir mit Hilfe der neuen Akademie Acryl Color Ink zu einem solchen Bild kommen. Und würde dann jetzt hier gleich mit dem Hintergrund einfach mal anfangen. Und um einen guten Verlauf der Farbe zu gewährleisten, feuchte ich die Leinwand ein ganz kleines bisschen an im Vorfeld. Das verlängert mir die Verarbeitungszeit oder auch die Trockenzeit ein wenig. Dann beginnen wir mit Weiß. Nicht vergessen, vorher einmal schütteln. Direkt aus der Pipette. Cyanblau. Und Ultramarin. Durch die flüssige Konsistenz habe ich jetzt im Gegensatz zu einer Tubenacrylfarbe auch ganz gut Zeit, die in Ruhe ineinander zu verteilen. Und das mache ich jetzt auch mit dem großen Pinsel und arbeite mich von den helleren Farben ganz in Ruhe nach außen. Dann sieht man schon, wie die Farben in einen wunderbaren Verlauf gehen. So, um das jetzt etwas weicher zu machen vom Verlauf, nehme ich jetzt einen sehr weichen Pinsel, mache den auch relativ trocken und fange wieder von hell nach dunkel an, die Farbe ineinander zu ziehen. Und so kommen wir eigentlich relativ leicht zu diesem schönen Blauverlauf im Hintergrund, den man mit dieser flüssigen Farbe so auch sehr schnell anlegen kann. So, das wäre der Hintergrund. Also ich würde diesen Hintergrund jetzt circa eine Stunde trocknen lassen, um sicherzugehen, dass die Farbe wirklich abgebunden hat, bevor ich jetzt wieder mit einer neuen Schicht oder mit den Details anfange. Gut, jetzt habe ich circa eine Stunde gewartet, damit die Farbe wirklich durchtrocknet und ich mit den nächsten Farbschichten da keine Probleme bekomme. Die Farbe trocknet ja wasserfest auf. Ich kann jetzt mein Motiv ein bisschen skizzieren. Das mache ich immer ganz gerne, damit ich dann im Malprozess nicht mehr ganz so viel nachdenken muss und eine kleine Orientierungshilfe habe für mich. Ich nehme da auch nicht jedes Detail mit, nur so die groben Bereiche. Alles andere kann man dann intuitiv setzen. Ich benutze hier zum Aufzeichnen einen Aquarellbuntstift. Man kann sicherlich auch einen ganz normalen, andersgearteten Buntstift nehmen. Gut, das würde mir dann schon reichen. So, beginnen werde ich dann gleich mit den Ästen. Und dafür stelle ich mir ein paar Farben zusammen. Es gibt ja 36 Farbtöne zur Auswahl. Ich beschränke mich meistens je nach Bild auf eine begrenzte Anzahl. So, ich werde jetzt die Äste anlegen und zwar fange ich mit der dunkelsten Farbe an. Das heißt, ich mische mir einen eher deckenden Braunton an, sehr dunklen Braunton. Dazu gebe ich ein kleines bisschen Weiß mit in die Farbe. Ich habe gestartet mit Van Dyck Braun. Van Dyck Braun ist ein bisschen lasierend, deswegen die Weißzugabe und fange dann an, auf der Basis meiner Skizze hier die Sache zu gestalten. Und man sieht schon ganz gut, wie weit ich die Farbe hier ziehen kann, ohne dass der Strich abreißt. So, jetzt mische ich noch ein bisschen dunkler für eine Schattenfarbe. Das wäre jetzt also Van Dyck mit Cyan für einen kalten Farbstich, weil wir uns ja im Schatten bewegen. Und das gibt mir dann schon mal ein bisschen Volumen. So, für die feineren Äste wechsle ich jetzt den Pinsel. Ich nehme jetzt also einen Schriftenpinsel oder Linierer, der also deutlich längere Haare hat. Dadurch mehr Farbe aufnimmt
Und so eine flüssige Acrylfarbe halt dann auch ganz gut über längere Zeit abgibt, weil ich möchte jetzt ganz gerne relativ lang die dünneren Äste ziehen. Und das ist jetzt wirklich ein großer Vorteil dieser flüssigen Farbe, dass ich damit diese sehr langen Linien so gut anlegen kann. So, für den Lichtbereich brauchen wir etwas mehr Weiß und etwas Gelb, etwas Magenta und ein Hauch Cyan. Damit kriege ich jetzt also die Lichtseite relativ schnell dargestellt. Die Farbe deckt dann auch sehr gut, weil ich auch relativ wenig Wasser einmischen muss, um diese Farbe in dieser dünnen Konsistenz zu halten. Dann gebe ich jetzt noch einmal ein paar feine Details dazu. Ich drehe mir das jetzt mal, damit ich das besser ziehen kann. Ich habe die Farbe jetzt etwas mehr mit Wasser verdünnt. Dadurch ist sie ein bisschen transparenter und wird nach dem Trocknen ein klein bisschen durchsichtiger sein als die großen, schweren Äste im Vordergrund. Es gibt mir also dann nochmal eine zweite Bildebene. Um Details oder auch Highlights zu setzen, kann ich die Farbe natürlich auch in die Schminke Liner abfüllen und habe dann ein relativ praktisches Werkzeug, um Lichter aufzusetzen. Da muss ich dann keinen Pinsel bemühen und kann damit das Licht nochmal verstärken. Ja, für die weißen Highlights, für die hellsten Stellen, habe ich jetzt die Ink einfach mal in einen Schminke-Liner abgefüllt, damit diese Farbe gut fließt aus dem Liner. Empfehle ich, ein bisschen Irocolor Ritarda dazu zu geben. Dann ist die Verarbeitung damit überhaupt gar kein Problem. So, jetzt würde ich die Blätter aufsetzen. Für die Blätter brauche ich wieder einen eher deckenden Farbcharakter, gebe ich also etwas Weiß zu, nur ein kleines bisschen. Und dann setze ich die Blätter aus einem Pinselstrich ganz einfach oben drauf. Und dann muss ich dann das gleich natürlich ein bisschen trocknen lassen, damit sich die nicht zu sehr vermischt, wenn ich die nächste Farbe aufsetze. Aber auch hier hat die flüssige Konsistenz den Vorteil, dass man das eben über den Druck auf den Pinsel ganz gut steuern kann und dann aus einer Bewegung so eine blattähnliche Form konstruieren kann. Ganz einfach. So, gut, dann nehme ich jetzt für die Blätter mal noch ein, zwei Farbtöne dazu. Und ein Rundpinsel ist gut. So, und dann lege ich hier auch aus einem Schwung, aus einer Bewegung ein bisschen die Struktur in den Blättern an. Ein bisschen mehr Herbstfärbung. Ich setze hier noch ein bisschen Licht auf. Ich möchte ein bisschen so als vorletzten Schritt eine sonnige Wirkung hier haben. Ich habe jetzt also von dunklen Farben in die hellen Farben reingearbeitet und versucht, so viel Kontrast zu erzeugen, dass ich, wenn die letzten Farbaufträge hier trocken sind, mit einer letzten Lasur die Farbe richtig einstellen kann. Das geht halt dadurch auch ganz gut, dass ich auf der Verpackung eine Angabe habe zu deckend und lasierend. Und ich habe hier jetzt zum Beispiel ein Indisch-Gelb und da habe ich hier in einem kleinen Quadrat neben dem Wort Ink die Angabe, dass das eine transparente Farbe ist. Und damit ist die eigentlich perfekt geeignet, um eine Lasur zu ergeben. Das heißt, ich kann damit einen Farbton auftragen, der alle Farben ganz leicht verändert, aber alle Kontraste beibehält und das sonnige Licht hier ganz gut rüberbringt. Oder auch in den Bereichen die Farbe verändert, mehr zum Leuchten bringt. Und dann könnte ich noch mal zum Liner greifen und ein paar letzte Highlights aufsetzen. Je nach Lust und Laune kommen wir dann, wenn wir dieses immer weiter betreiben, letztendlich zu diesem Ergebnis.
Also ich finde, die neue Akademie Acryl Color Ink ist eine super Farbe für sehr schöne, schnelle Ergebnisse auch, für experimentelles Arbeiten, für freies Arbeiten, sehr stark, aber auch im Detailbereich. Mir gefällt besonders gut, dass die Farbtöne der Akademie Acryl Color Ink absolut identisch sind zu den Akademie Acryl Color Farben von Schminke. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß, die vielfältigen Möglichkeiten dieser neuen Farbe auszuprobieren.